Herzlich willkommen bei eurem Flug mit der Airline Castacus. Ich bin eure Pilotin Jenny. Meine Co-Piloten heißen Daron und Taliki. Unser Flug geht durch die Podcast- und Nachrichtenszene. Ich wünsche euch einen angenehmen Flug. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the podcast of Cast and Curious. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Okay, lassen wir das. Okay. Ich glaub, wir sind nicht der Richtigen dafür. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Gamingcast auf Cast and Curious. Mit dabei wie immer der Daron und der Harlekin. Darfst jetzt nochmal Hallo sagen? Hallo. Gut. Hallo. Heute kein Gast leider. Aber wir sind dran. Wir sind dran. Ja. Ja, wir haben die ganz großen Fische am Haken. Die ganz großen. Nein, Quatsch. Was haben wir überhaupt für ein Diskussionsthema? Fangen wir nicht mit Kanal-News an? Achso, ja, stimmt. Wow. Ja, wir hatten das ja nicht im Vorgespräch, deswegen habe ich das gerade reingefailt. Egal. Ja, ich fange einfach mal an. Wie ihr bestimmt schon gesehen habt oder auch nicht, gibt es bei mir auf dem Kanal jetzt, ich hoffe, vermehrt ein paar Vlogs. Ich habe da ein bisschen Blut geleckt. Ich fand das eigentlich ganz witzig und meiner Frau macht es auch Spaß. Angestochen? Ja. Ja, ansonsten, wie in dem Vlog schon gesagt, für komplette Counter-Strike-Let's Plays fehlen mir im Moment ein bisschen die Zeit. So 40 Minuten oder 50 oder 60 oder 30, je nachdem. Am Stück aufnehmen ist meistens im Moment ein bisschen schwierig bei mir. Deswegen mache ich so 10 Minuten Punch Club, 10 Minuten FIFA, 10 Minuten Minecraft, immer mal so rein. Und wenn ich es dann doch mal schaffe, so wie jetzt heute Abend im Stream dabei zu sein, dann werde ich einfach wieder so ein paar CSGO-Highlight-Videos machen. Die dauern dann so ja, zwischen 4 und 10 Minuten, je nachdem wie viel Kills ich gemacht habe und wie gut ich war. Und ja, das war's eigentlich zu meinen Kanal-News. Ein paar neue Thumbnails gibt's noch, die habe ich ein bisschen bearbeitet oder komplett neue gemacht. Noch ein bisschen weiter. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel im Moment. Wie gesagt, das mit den Vlogs versuche ich noch ein bisschen aufzuziehen. Jetzt bei dem eigentlich ersten Vlog, was ich gemacht habe, bis auf das eine Case-Opening von dem Geschenk von Dalu. Ja, da hapert es noch ein bisschen mit der Musikschneiderei und so weiter. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden gewesen. Ja, und die Shaky Cam. Ich habe mir ein Teleskop, nicht Schlagstock, sondern hier so, wie heißt das, Selfie-Stick. Organisiere ich mir gerade. Ein Teleskop-Schlagstück. Ja, nee, ja, so ein Teleskop-Ding halt zum Ausfahren. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was gibt's bei dir Neues? Gib mir noch 2 Minuten, ich muss gerade meinen Rechner hochfahren. Wie dein Rechner hochfahren? Ich habe einen Zweitrechner jetzt. Ja, und da brauchst du Kanal-News, hast du auf dem Zweitrechner, oder was? Ja, da habe ich mir Notizen gemacht, was alles kommen soll. Ja, aber gibt's denn was Neues bei dir? Hast du ein neues Let's Play oder irgendwas? Noch nicht, aber morgen werde ich. Nee, über. Warte, wir haben Sonntag, ne? Jetzt also ist am schon Montag, Sonntag. Am Montag werde ich Counter-Strike One-on-Ones aufnehmen. Also Challenge Me, oder was? Ja, genau, Challenge Me. Krasse Scheiße, erklär mal was dazu. Was ist Challenge Me? Ich habe das noch nicht so richtig gerafft. Also, das ist im Prinzip eine Internetseite, da kannst du halt zum Beispiel Custom Lobbies öffnen, ja? Und okay. Dann kannst du zum Beispiel Custom 5 gegen 5 oder so spielen oder 2 gegen 2. Okay. Und dann gibt's halt auch so, wie, ähnlich wie bei, du weißt ja, was Faceit ist, ja? Ja. Faceit ist ja nur für 5 gegen 5 ausgelegt. Ja, Faceit oder Isaiah oder wie die ganzen Sachen genau. Heißen oder Esp. Nur das. Da gibt's halt ein Ranking-System mit One-on-One und so ein Kram und okay. Du kannst dann halt immer One-on-One suchen und so weiter und so weiter. Kann man da auch irgendwie Friendlist One-on-Ones machen? Genau, ja, kann man auch. Oder könnten wir vielleicht auch mal genau. Eine Runde uns duellieren? Also ich kann ja mal so ein bisschen, was ich mir so überlegt habe, was vielleicht zu machen ist. Das sind alles keine absoluten Sachen.
Aber das sind halt so Ideen, die ich im Kopf schweben habe, die ich einfach mal sagen will. Ja? Also was auf jeden Fall kommt, ist ein Let's Play zu Two Worlds. Das ist ein RPG, Singleplayer. Und ich will was zu Counter-Strike machen, das ist halt dieses One gegen One. One gegen One, ja, danke. Was auf jeden Fall geplant ist, ist für Dota 2 zum Beispiel so nicht Tutorial-mäßig, aber so wie spiele ich Dota 2, was ist es und so weiter, weißt du, so ja, damit die Leute, um Menschen da ranzuführen, die es vielleicht noch nicht gespielt haben, so jemanden wie dich. Ja, sowas wie ich gerade bei FIFA mache. Ich spiele Dann quasi den Karrieremodus ohne Gameplay zu zeigen, sondern zeige nur, was das ja Spiel gut. eben außenrum noch bietet. Gut, bei Dota werde ich Gameplay zeigen. Ich werde zum Beispiel am Anfang werde ich erstmal zeigen, was ist Dota, ja, die Map, was ist wo und was ist entscheidend, wo wardet man nicht und so ein Kram, halt sowas Allgemeines. Und Langweilig. dann halt auf den Hero bezogen. Ja, für dich langweilig. Dann stehen im Raum Hurt World, Hearthstone und Diablo 3 als so als Projekte, die vielleicht kommen könnten. Hurt World vielleicht mit dir, habe ich noch nicht besprochen, ich weiß. Steht hier jetzt nur auf der Liste. Und Hurt ein World, Dota 2, ne, Hurt World, Hearthstone und? Diablo 3. Ach, Diablo 3, okay. Und als letztes Projekt oder als überlegtes Projekt Rage Run. Ich denke, der Name sagt alles darüber aus, wofür es gedacht ist. Sagt mir gar nichts, aber ich denke mir. Und zwar einfach, womit kann man, also ist es natürlich ein bisschen kopiert, das muss ich zugeben. Und zwar von einem Projekt, soll ich den Namen einfach sagen? Ja, wie macht das? Es soll so ein bisschen in die Richtung von Bastis Corner gehen. Okay. Weißt du, ich suche mir ein Thema, was mich derbe abfuckt, was ich heute auch gern diskutiert hätte, aber das machen wir heute nicht, weil sonst raste ich komplett aus. So, und jetzt muss ich kurz eine Überbrückung schaffen, damit ich meinen Laptop wegstellen kann. Ja, bist du fertig mit deinen Kanal-News? Das war's soweit. Hotz kommt noch demnächst. Okay. Ja, was heißt hier kopieren? Also Ich wieder. meine, es gibt so viele Let's Player, so viel große und so viel kleine, also noch viel mehr Also, kleinere. Rageron war angelegt an Bastis Corner, nur um das nochmal zu sagen. Ja, aber man, wie gesagt, hey, ich mache jetzt ein Punch Club Let's Play und ich habe mir auch Inspiration geholt, egal ob das jetzt bei Kronk ist oder bei Maxi McFly oder bei sonst irgendwem. Ja, Klar. jeder spielt ein Spiel, jeder spielt ein Spiel ein bisschen anders, aber ganz ehrlich, es gibt von jedem Spiel so viele Let's Plays, also irgendwo geklaut, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, oder kopiert oder irgendwas, aber angelehnt an irgendwas oder eine Idee geholt, ist immer dabei. Und es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr außer dich, die da vielleicht bei diesem Rage-Ding da mitmachen. Klar, es war halt auch mal so für mich gedacht, um einfach mal auch über irgendwas Dampf abzulassen, weil ich immer so merke, so bei Themen, keine Ahnung, Aber dafür war ja auch der Podcast gut eigentlich. ich muss jetzt geben, ja. Ich schaue Shopping Queen mit meiner Mom, ja. Weil das irgendwie, ja, das ist einfach so. Schaue Shopping Queen mit meiner Frau. Ja, das ist halt, ich schaue es halt mit meiner Mom, weil das so das eine, das ist, wir machen nur noch relativ wenig zusammen, weil ich halt oft an der Uni bin und sie halt arbeitet und so Ja, und weiter du und so halt auch weiter. älter wirst und wer macht dann noch groß was mit seiner Mutter? Genau, und dann setze ich mich halt von 3 bis 4 dahin und setze mich halt dazu. Ich weiß nicht, ob du die letzte Woche gesehen hast. Da war so eine Frau, weißt du, so richtig auf Makel und tut mir leid, ich habe nichts gegen dicke Menschen, aber die war einfach nur dick. Okay. Und weißt du, und die stellt sich dahin, am Ende, weißt du, ist vorletzte und sagt, ja, ich kenne mich ja mit Mode aus. Weißt du, wie viel die ausgibt? Die ist so alt wie ich und gibt 1200 € im Monat für Mode aus. Ja, aber das ist ja auch Lebensstandard, Alter. Jemand, der halt viel Kohle hat, gibt's halt mehr Die aus. hat eine Wohnung, weißt du, die Eltern stecken der Dinge in den Arsch, Ja, darüber. aber so ist es halt. Ja, ich weiß, aber darüber kann ich ausrasten. Und wie die sich verhalten hat, das war einfach nur unter aller Ja, die Sau. weiß halt nicht, was Geld wert ist. Im Gegensatz zu uns. Letzte Woche, das war ja auch noch in Frankfurt, ich sagte, wenn ich der begegne, Erziehungsschelle. Erziehungsschelle. So, aber bevor ich hier Aber gut gleich überbrückt. voll hemm gehe, ich gehe wirklich gleich voll hemm, wenn ich das noch weiter anrede.
Gehen wir zu den News. Okay, soll ich mal direkt anfangen? Haben immer noch keine Sounds übrigens. Ja, fang an. Schock für den FC Bayern München und die Bundesliga. Holger Badstuber verletzt sich erneut schwer. Immer wieder fehlt Holger Badstuber dem FC Bayern in den letzten Jahren mit schweren Verletzungen. Jetzt erwischt es ihn erneut. Eine Sprunggelenksfraktur ist der nächste bittere Rückschlag. Das trifft seinen Verein, bewegt aber auch die Bundesliga-Konkurrenz. Ja, armer Kerl, ich mag jetzt die Bayern nicht so, aber Holger Badstuber, ja, ist halt auch Nationalspieler, finde ich an sich ganz cool. Und der Typ tut mir halt echt leid, Alter. Ja, das tut mir auch. Ja, das ist schon hart. Ja, Aber vor allem im Training, ne? Im Training das Sprunggelenk gebrochen, Alter. um da jetzt mal reinzugrätschen, apropos, hast du es mit dem Hövelis mitbekommen? Er war ganz schlecht, Alter. Der war ganz schlecht. Yes, hast du es mit dem Hövelis Nee, mitbekommen? was war Dem sein Vertrag bei Schalke 04 ist ausgelaufen, da? glaube ich. Oder irgendwie hat er einen besseren Vertrag angeboten bekommen. Bei mir ist gerade hart im Rain, aber egal. Bei mir auch. Und er hat halt dann einfach gesagt, wie hat er es formuliert, Geld geht und Kumpel bleiben. Und er ist trotz des besseren Vertrags immer noch bei Schalke seit 2001. Und er bleibt da auch weiterhin. Das hat er so festgestellt. Egal, was er für Angebote kriegt, er bleibt Ja, bei aber das Schalke ist halt, 04. viele sagen jetzt, boah, was für ein cooler Typ und voll geil und, Klar, aber ey, aber es ganz ist. ehrlich, ob du jetzt 45.000 Euro im Monat kriegst oder 52.000, ganz ehrlich, wenn dir dein Job gefällt und Spaß macht und dein Arbeitgeber einigermaßen in Ordnung ist, deine Familie hier lebt, du in deinem Umfeld bist, warum dann auch gehen? Weißt du, da fällt die Ja, Entscheidung für ihn klar, einfach nicht schwer. aber es geht in dem Moment eher darum, weil es halt viele diese Söldnerfußballer gibt, ja? Ja, natürlich. Du Die musst halt halt. auch gucken. Du hast halt bloß, keine Ahnung, 10 Jahre, wo du Genau. wirklich effektiv richtig fett Kohle Klar. verdienen kannst. Aber es war ja in den letzten Jahren sehr extrem, ja? Weißt du, das merkst du einfach in den Bayern. Deswegen haben sie so eine Vormachtstellung, weil sie viel Geld haben und dann die guten Spieler bei anderen Vereinen wegkaufen. Wolfsburg auch. Hier, Sebastian Jung. Als die Eintracht aufgestiegen ist, war sofort weg. Ja, aber das ist ja normal. Ja klar, aber Guck es mal, als ist der halt so. KSC letzte Saison Relegation gespielt hat, haben sie die besten Leute auch gleich weggekauft. Das ist normal, da machst du nix. Ja klar, machst es nichts, aber es regt trotzdem ein bisschen auf. Natürlich So, regt es auf, jetzt ist sind halt wir aber so. mal genug abgeschliffen. Genau, meine zweite Nachricht Soll ich ist. nicht zuerst? Mache ich nicht immer beide und dann du beide? Okay, dann mach du eine. Komm, Nee, hau wir machen raus. eigentlich abwechselnd. Armies of Azeroth, also die Mod für StarCraft 2, also die Warcraft 3 Mod für StarCraft 2, ist in der Open Alpha. Und das gefällt mir sehr. Leider habe ich kein StarCraft 2, sonst würde ich es wahrscheinlich spielen. So, fertig. Okay. Gibt's nicht viel zu sagen, oder? Ich kenne leider Ja, es StarCraft ist. nicht, hab's nie gezockt. Es ist einfach nur Warcraft 3 in StarCraft 2 und es sieht halt einfach hammergeil aus und ich würde es zeigen, aber Ja, ich nee. hab einen Kumpel, der sowas zockt die ganze Zeit. Der hat sich jetzt auch für 35 Euro dieses 17 Spiele Command & Conquers Bundle geholt. Alter. Ich mag so Games halt einfach nicht. Ja gut, Habe ich noch ich. nie gemocht. Ich fand dieses eine, dieses Tiberian Sun oder wie das hieß, wo du mit Freunden quasi auf einer LAN auf einer Map 4 gegen 4 irgendwie gespielt hast. Das fand ich ganz geil. So Kohle scheffeln, aufbauen und irgendwann ging's los. Das war mal ganz witzig, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Auch so Diablo und so Geschichten. Das einzigste wirkliche Roleplay-Game, was ich mal hart gesuchtet habe, war WoW. Und Ja das habe gut, ist ich absolut legitim. lang und viel gespielt und ansonsten ist das halt alles nichts für mich. Aber ja, finde ich gut. Wenn solche Spiele immer noch hohes Ansehen haben, ist auf jeden Fall gut für den Spielemarkt, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, nicht wahr? Ja, und ich hoffe auf Warcraft 4, aber das ist eine andere Geschichte, damit fangen wir gar nicht erst an. Okay, dann meine zweite Nachricht ist: Auto in Kracht gestürzt. Fliegende Holländer retten Frau und Kind aus sinkendem Fahrzeug. Eine Mutter stürzt samt Kind mit ihrem Auto in eine Gracht. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Gracht ist, es ist in Holland diese kleinen Flüsse, diese Kanäle, die also die nennen die Holländer Grachten.
Der Wasserdruck blockiert die Türen, eine Katastrophe bahnt sich an. Doch dann beweisen vier Passanten echten Heldenmut und springen Mutter und Kind zur Hilfe. Ein weiterer Augenzeuge nimmt die Situation mit seinem Handy auf. Ja, dann ist der eine, der dann, also ein Anwohner, der gesehen hat, scheiße, da ist eine Mutter durch einen Unfall in die Gracht gestürzt mit ihrem Auto. Ist er halt erstmal rein, ab in den Keller, sich einen Hammer geschnappt, T-Shirt aus und ab in die Gracht. Jetzt im Winter bei, keine Ahnung, 3 Grad oder so in Holland aktuell. Alter. Ja, mit dem Hammer rein, Scheibe eingeschlagen, dann sind noch 2 andere hinzugesprungen und noch ein dritter. Der eine mit dem Stein vorne die ganze Zeit die Windschutzscheibe eingedonnert und Mutti und Kinder aus dem Auto gezogen. Und die wären sonst nicht rausgekommen, wären ersoffen. Finde ich mega cool. Ja, krasse Aktion. Jo. Auf jeden Fall. Die haben's drauf, die Boys. Soll ich jetzt mal weitermachen oder so? Amazon rüstet für Zombie-Apokalypse. Und zwar hat Amazon eine Engine, eine Game-Engine veröffentlicht oder will sie veröffentlichen, und da steht auf jeden Fall in den AGBs drin, dass man diese Engine nicht im Falle einer Zombie-Apokalypse für Sicherheitssysteme und sowas benutzen soll. Extrem witzig, man hält das für einen PR-Gag. Kurz gefasst. Okay. Nicht so interessant für dich, nicht? Ich dachte, du findest das witzig. Ja, wie wirkt sich das Ganze aus? Eigentlich kaum. Also es steht halt im Prinzip nur vertraglich drin, dass halt im Fall dieses Falles die Engine nicht benutzt werden darf. Mhm. Was total weird ist, aber ich denke, es ist einfach mal ein PR-Gag. Oder sie wissen mehr als wir. Dam, dam, dam. Jo. Keine Ahnung. Schockt mich jetzt irgendwie nicht so richtig. Schade. Jo. Ich hab's versucht. Ich weiß nicht, wenn die das irgendwie so richtig groß aufziehen würden, mit, keine Ahnung, dazugehörigen Zombie-Notfall-Packs, mit Katana drin, Trockenfleisch, Astronautenfutter, Dosen, Wasser, Öllampen und so weiter, und das richtig aufziehen würden, dann fände ich das, glaube ich, schon irgendwie witzig. Aber so mit der Engine und naja, aber keine Ahnung, ey. Ja, gut. Machen wir weiter. Ja, weiter. Diskussionsthema, oder? Ja, warte mal. Ah, ich habe was vergessen. Ich hatte hier eine Idee. Lass ich mal ganz kurz was gucken. Ja. Ich habe meinem Sohnemann ein Spielzeug gekauft. Und da habe ich mir gedacht, das wäre fast ideal. Hier ist es. Für den Podcast. Da kannst du nämlich so geile Geräusche mitmachen. Warte mal, pass mal auf. Warte. Das geht nicht. Das ist aber sehr leise. Lauter! Warte, wir machen eine Überleitung. Los! Ja, wir kommen jetzt. Super nice. Wir kommen jetzt zum Diskussionsthema. Das wäre. Wollen wir meins nehmen? Du kennst halt meins nicht, aber mir egal. Ja, mein Diskussionsthema, wir können ja auch eventuell 2 nehmen, ist ja eigentlich irrelevant. Auf jeden Fall bin ich heute Morgen um 6 aufgestanden, wie ich auch in meinem Punch Club Let's Play erwähnt habe. Und ja, Samstag so ab und zu, weil ich halt Wochenends frei habe, logischerweise, stehe ich dann auf, wenn der Kleine wach wird morgens, nehme den, damit meine Frau halt auch mal auspennen kann, sich ein bisschen ausruhen kann und so. Und was? Ja. Und dann bin ich um 6 Uhr aufgestanden heute Morgen. Dann sind wir raus ins Wohnzimmer. Da ist überall hier so Spielteppich und so Mobile aufgebaut und eine Kiste voll mit Spielsachen und bla bla bla. Dann habe ich den Kleinen heute auf den Boden gelegt. Dann haben wir dann ein bisschen rumgespielt und mit dem Ball ein bisschen hin und her gekullert, ein bisschen Laufen und Krabbeln geübt. Und irgendwann wurde mir halt langweilig und ich habe die Glotze angemacht. Und dann habe ich halt überlegt, okay, musst du halt irgendwas anmachen, weil Kind guckt zwar nicht Fernsehen und darf auch nicht Fernsehen gucken, aber er hört es ja eventuell. Dann habe ich gedacht, okay, komm, hier machst du ARD oder ZDF rein, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall irgendein öffentlich-rechtlicher Sender, und habe halt so dieses Wochenends morgens Fernsehen laufen lassen. Ich erinnere mich noch dran, als ich noch Kind war, da liefen halt so Sachen wie Löwenzahn, die Sendung mit der Maus und sowas, ja, hauptsächlich sonntags. Und samstags weiß ich gar nicht, was da kam. Ich glaube, da habe ich auch mehr so RTL geguckt, so Sachen wie Scooby-Doo oder sowas, keine Ahnung. Oh, Pokémon früher, aber das war so schön. Ja, aber das war eher unter der Woche. Ich glaube, das war nicht Wochenende. Ja, das war unter der Woche, aber das war auch schon Schulzeit bei mir. Genau, also. Und auf jeden Fall habe ich dann halt da so eine Sendung geguckt. Das habe ich zum Beispiel früher auch immer geguckt. Das waren die Kinder vom Süderhof.
Das habe ich halt nebenher laufen lassen. Tatsächlich eine Folge, die ich noch kannte als Kind. Richtig krass. Und danach kam Anna und die wilden Tiere oder sowas hieß das, glaube ich. Und ich muss sagen, das hat mich richtig abgefuckt, Alter. What? Das fand ich richtig asozial. Also Das kenne ich gar nicht. erstens ist es so, Fernsehen wirklich für Dumme. Ja, aber das ist tatsächlich bei diesen neuen Filmen, neuen Kinderfilmen Es ist halt so echt komplett auf so. Social Media ausgelegt, ne? So Ja. immer mal eingeblendet. Hier, Anna hat auch einen Blog, da könnt ihr euch alles nochmal angucken. Und Anna auf Twitter und Anna auf Facebook und Anna, keine Ahnung, lutscht Ja, mir die genau, das ist Eier. dieses Puff, Puff, Puff. Hier, mach das, mach dies, mach Genau, und das. dann hatte sie Und Themen. das Problem ist halt auch, ich muss da ganz kurz Ja, dazwischengrätschen, hau rein, sorry. hau rein. Das Problem ist halt auch, dass dann die Kinder, also stell dir mal vor, dein Sohn ist jetzt ein bisschen älter, der ist 3, 4, ja. Der darf Und sowas nicht gucken, Alter. Ohne Witz, der kriegt Verbot, ey. mal angenommen, er guckt das, ja. Wir gehen einfach mal von dem Fall aus, ja. Dann wird er auf dich zukommen und sagen, Papa, kann ich mal, kann ich mal, kann ich mal, kann ich mal, kann ich mal. Genau, das ist das Problem, Alter. Und genau darauf ist es ausgelegt. Papa, Genau was ist ein davor ist Blog? das Papa, was Problem. Facebook? Papa, was Twitter? Was ist YouTube? Ich will das Video nochmal sehen. Ich habe ein Stück verpasst. Gibst du mir mal dein Handy, dein Tablet? Kann ich an deinen Computer? Nee, Alter. Ohne Also Spaß. ich finde das auch ganz schlimm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch eine richtig dreckige Aktion. Tut mir leid, das muss ich so bezeichnen. Ja, Das ich fand ist es für so mich. räudig, Alter. Ganz ehrlich. Ich meine, es ist an sich ja schon schön gemacht, ja. Also es ist schlecht geschauspielert, aber an sich ist es ganz okay, ne? Heute war irgendwie das Thema, sie haben erklärt, ob das Reh die Frau des Hirsches ist. Okay. Ja, natürlich ist es nicht so, weil Reh, ne, Rehkuh und Rehbock haben zusammen Rehkitz als Kind. Und eine Hirsch und eine Hirschkuh haben eben ein Hirschkalb als Kind. Also Hirsch hat mit Reh nichts zu tun, weil sonst wird es Reh Hirsch heißen und nicht Reh. Ne? Ja. Ist auf jeden Fall so. Auf jeden Fall haben die das halt dann so gezeigt und so ein bisschen dargestellt. Und halt auch so Szenen wie, ja, hier sind jetzt die Rehkitze und die müssen wir jetzt füttern, ne? Okay, alles klar, finde ich cool. Süßes kleines Reh auf dem Arm, Flasche angesetzt, so. Und dann fängt die Alte an, steckt dem Reh einen Finger in den Arsch. Und ich denke mir, what? What? Ja, weil das simuliert die Zunge der Mutter und die Mutter leckt dem Kind quasi den Hintern, ja? Und löst somit quasi einen Saugreflex beim Kind aus, was dann eben aus der Flasche trinkt. Ich sag, ja, Alter, ey, es ist, keine Ahnung, kurz nach 7, Alter, man muss doch hier nicht Rehen Finger in den Arsch stecken. Also, ist ganz natürlich und ist ja auch okay. Aber, keine Ahnung, stell dir mal vor, du gehst mit deinem Sohn in den Zoo, ja, und da kriegt gerade irgendein Reh irgendwie ein Fläschchen oder so, in so einem Tierpark, ne? Dann geht er hin und steckt dem eiskalten Finger in den Arsch oder hat er im Fernsehen gesehen. Alter. Ich meine, wird so nicht passieren und, weißt du, aber das, ja, weiß ich nicht. Ja, Ich finde also. aber auch ein sechsjähriges Kind, ist es wichtig, dass das weiß, dass man das machen muss? Also. Es ist gerade für mich. Ich bin gerade. Also ich finde schon gut, dass sie das halt richtig erklären und mit allem, was dazugehört, ist ja auch in Ordnung. Aber, Ich bin gerade etwas verstört, sorry. ich frage mich halt, ob das so zum Informationsfluss für Kinder oder Jugendliche, ob das halt dazugehört. Weil Ja, was bleibt hängen bei den Kindern? Was bleibt hängen? ab 14-Jährige okay, ja, oder ab Ja, aber was bleibt 12-Jährige, hängen ja. bei den Kindern, Da macht es egal irgendwie welches Sinn. Alter? Hängen bleibt doch nicht, dass das Rehkitz eine Kuhmilch kriegt mit Kamille und einem Kräuterextrakt, sondern hängen bleibt hier Finger im Waschlappen und Arsch, ja. Finger im Arsch, Alter. Sorry, dass ich lache, aber Ja, ich find's voll krank, Mann. es ist halt richtig krank, Nee. aber es ist halt schon so dumm, dass es witzig ist. Ich meine, ich verstehe, dass es zur Evolution dazugehört. Weißt du, was ich meine? Ich Stell dir verstehe mal das vor, absolut. Aber. zu deinem Beruf gehört. Ja, Ringe. Rehkitze, Finger in den Po stecken. Ja. Das ist so nice. Die hat es dann auch mit dem Waschlappen irgendwie Den ganzen nur Tag Rehefinger im abgewischt Arsch. die ganze Zeit. Ich glaube, das ging genauso. Rehefingern, dein Beruf, ey. Ja, keine Ahnung, ey. Ja, das fand ich so ein bisschen. Darüber hätte ich, so wollte ich jetzt einfach mal reden. Ja, ich weiß nicht, ich kann da Fand nicht. dieses Programm mit, erstens das mit diesem Social Media Shit und dann das mit den gezeigten Szenen irgendwie,
Das ist halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Social Media, weißt du? Man muss nicht, weißt du, mich hat das schon in der Schule abgefuckt. Weißt du, diese ganzen Fünftklässler hatten ein teureres Handy als ich. Alter, ich Ja, habe aber 150 für mein Handy ausgegeben, ne? Und die haben halt iPhone hier, iPhone wieso da. stört dich das? Wieso stört dich das? Weil, also du musst es ja mal so betrachten. Ich finde es nicht schlimm, dass sie ein Handy haben. Ich finde es nur schlimm, wie der Umgang mit dem Handy gelehrt wird. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich haben die Eltern Kohle und sagen, hier hast du halt ein iPhone, scheißegal. Wenn es kaputt ist, gibt es ein neues. Die Kinder lernen dann keinen Umgang damit. Und Müssen sie genau aber das auch ist es. nicht, weil wenn es kaputt ist, juckt es niemand, weil dann wird ein neues gekauft. Eltern, die sich ein iPhone hart absparen müssen für ihr Kind, die bringen denen auch den Umgang damit bei. Und dann geht es auch nicht kaputt und dann gehen die Kinder auch nicht schlecht damit um. Ja, aber viel schlimmer ist, das, was so ein Handy, so ein Smartphone bei den Kindern anrichtet. Also, ich kann es dir mal so erklären. Ich war, an meiner Schule gab es, bis ich in der 13 war, also in der Q3, 4 ist es, glaube ich, heute, das letzte Schuljahr, ja, gab es kein Handyverbot. Ab der Q3 wurde es eingeführt bei uns. Okay. Und es gab für die Oberstufler gab es Handy Zones, wo du an dein Handy durftest, ja, für die Oberstufe, weil die das auch irgendwie brauchten, was ja auch Sinn macht, weil wir sollten manchmal Sachen googeln und so ein Kram und unsere Schulcomputer waren ungefähr so schnell wie ein Stein, was Internet angeht. Und vor diesem Verbot, keins dieser fucking Kinder hat miteinander geredet. Die haben nur in der Pause ihre Scheißvideos geguckt. Alter, ich habe jedes Gronkh-Video, was ich abends geschaut habe, habe ich vormittags mir durch den ganzen Raum in der Pausenhalle angehört. Fünfmal oder so. Und dann habe ich mir das abends mal mit Bild angeschaut, ja. Kein Vorwurf zu Gronkh, ja. Der kann gar nichts dafür. Ja, aber auch teilweise, Aber weißt du, ganz Sachen. ehrlich, das ist bei mir heute noch so. Also wenn ich im Geschäft bin oder so, dann verziehe ich mich auch irgendwo hin und ziehe mir ein YouTube-Video rein. Das ist ja okay, aber du hast irgendwo auch, du hast ein Gespür für Grenze. Joa. Weißt du, was ich meine? Wenn ich irgendwo in den Pausenraum gehe und versuche, mein Sozialleben zu pflegen, ist es halt oftmals auch so, dass eben nur Sprachen gesprochen werden, die ich nicht verstehe, und dann isoliere ich mich halt. Ja gut, aber trotzdem hast du ja irgendwie ein Gespür dafür, wenn du, also du Wenn setzt jetzt dich jemand jetzt. herkommt und mit mir reden will, mache ich natürlich Pause oder aus. Ja, oder zum Beispiel, du musst es ja so überlegen, normalerweise, das auf der Arbeit ist ja irgendwie ein bisschen anders. Kinder ticken ja ein bisschen anders in der Schule, ja, die wollen ja, die spielen ja eigentlich, die lassen ja Energie raus und so ein Ja, Kram. wir haben früher Mädchen müssen Jungen fangen gespielt oder sowas. Genau sowas, ja. Und das war einfach noch kaum noch vorhanden. Also es. Ja, es gibt es heutzutage eh nur noch selten. Guck mal, die spielen doch auch kaum noch draußen. Ich weiß nur, Alter, wo ich 13 oder so war oder 14, ich weiß nicht mehr wie alt. Hey, ganz ehrlich, wir waren den ganzen Tag auf dem Ja, Sportplatz und haben gekickt, Alter, den ganzen genau, Tag. genau Und wenn das. nicht, dann sind wir am naheliegenden Waldrand und haben dort Höhlen gebaut und Baumhäuser und Holzschwerter und haben uns irgendwie Bande gegen Bande Aber gespielt oder genau das sonst ist auch irgendwas. irgendwo wichtig. Also, Ja, aber das das gibt's hat schon Grund. heutzutage nicht mehr. Doch, das gibt es schon noch. Es gibt Ach. es nur seltener. Nicht wirklich. Siehst du an meiner Nichte, die wird dieses Jahr 5. Sie hat schon, also kein eigenes Handy, aber sie weiß schon, was sie zu machen hat und wie und was und wo. Und ganz ehrlich, wenn da eine Freundin zu Besuch kommt, dann fragen die auch, hey, wie sieht's aus? Können wir ein Handy haben? Wir wollen keine Ahnung, Lieder hören von dem und dem. Und dann sagt halt meine Schwester dann, was weiß ich, nee, will ich nicht. Hier habt ihr CD, habt ihr die runtergeladen oder was auch immer, habt die gebrannt auf CD. Hier könnt ihr die Lieder auf CD hören. Aber die Kinder wissen schon, wo es was gibt, wo ich was angucken kann, wo ich was hören kann, wie und weiter. Aber da ist auch das Schlimme dann kommst du halt von irgendwelchen Heidi-Kurzfilmen auf irgendwelche Heidi-Porno-Parodien auf YouTube und schon sehen die Kinder was, was sie nicht sehen sollen. Und da haben wir ganz viel Nachholbedarf. Ja, absolut.
ganz, ganz viel. Also wirklich. Ja, aber benutzt du ein Lied, was 80%, nee, 20% von 100 Originaltext hat für deine Videos, wirst du sofort gesperrt und geblockt, Alter, und auf ewig und dein ersten Strike auf YouTube und bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen lade ich privat hoch, da kannst du nicht so direkt einen Strike kriegen. Was heißt privat? Ja, ich lade es nicht öffentlich hoch und dann wird Ich mir auch nicht, ich angezeigt, lade immer dass das. geplant hoch. Ja gut, ich privat, weil ich nicht unbedingt immer direkt Videos veröffentliche. Ja, aber die gucken Nee. deine Videos doch trotzdem an. Ja klar, aber dann zeigen sie es mir vorher an und dann kann ich das Video noch runternehmen, wenn Ja gut, das ich mache dort ich bin. aber auch. Und dann ist es kein Problem. Mein Video ist ja meistens auch 3, 4 Tage quasi schon hochgeladen, bevor es dann öffentlich Aber wird. wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich diese Wandlung gutheißen kann. Also es ist. Es ist in vielerlei Hinsicht, es ist halt ein Helfer. Egal ob in der Medizin oder auch in der Schule oder sonst Natürlich, irgendwas. das will ich gar nicht absprechen, Aber es ist aber halt ein gefährlicher Grat, finde ich. ja, vor allem, es gibt ja diese Fälle von sozialer Verwahrlosung. Also das ist wirklich, Das gab es also. früher nur als Phänomen bei WoW. Mittlerweile gibt es es öfters auch Ja, so. genau. Und dann kommt halt noch, dazu kommt noch dieses ganze Burnout-Ding, was jetzt auch ziemlich abgeht mittlerweile, weil halt die Menschen viel mehr arbeiten, als sie sollten. Und Wem sagst du das? ja, aber das ist ja, genau das ist es nämlich. Und dann kommt nämlich alles zusammen und dann kannst du von in den nächsten Jahren einer steigenden Selbstmordrate reden. Ja, Fast und dann schon. brauchst du eben eine tolle Familie, die dich auffängt, ansonsten kannst du dir gleich die Kugel geben. Genau. Aber das ist dann wieder Sozialleben. Weil gerade sowas wie heute in meinem Vlog, wenn du dann einfach deine Frau schnappst und deinen Sohnemann, auch wenn es am Nieseln ist oder das Wetter nicht so schön ist, aber du läufst einfach ein bisschen draußen rum, machst was, was dir Spaß macht, was auch wieder für Social Media ist, aber du machst einfach was, was dir Spaß macht, bist du unterwegs. Ich meine, das war ja, keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde, wo ich da ein bisschen was aufgenommen habe, aber wir waren ja locker mal 2 Stunden spazieren, ne? Also, das ist halt das, was dich Kraft tanken lässt. Wenn dann Sommer ist und es ist warm und noch also, ne, schöne Sonne draußen und alles, dann sammelst du bei so Momenten noch mehr Kraft. Aber auch im Winter oder so, das ist einfach raus, Natur, bisschen Kindspaß, Freude, das ist das. Ja, aber das ist ja das Problem, das kennen viele einfach nicht. Ja, weil viele heutzutage auch gar keine Werte mehr in der Familie sehen. Die meisten kommen selber aus einem zerrütteten Familienhaus, weil Eltern geschieden, weil Karriere oder kein Bock oder sonst irgendwas. Und ja, woher sollen sie es dann gelehrt bekommen? Ja, ist traurig. Ja. Ich glaube, da können wir auch nicht mehr viel zu sagen, weil wir drehen uns dann im Kreis. Ja, ist ja auch so, weil, wie gesagt, ich Also. guck mir die Leute bei mir an, die ich kenne, aus meinem, ich will nicht sagen Freundeskreis, aber Bekanntenkreis, aber wie viele da in meinem Alter schon geschieden sind oder das zweite Mal verheiratet oder was auch immer, alle irgendwo noch ein Kind haben, wo sie vielleicht sich gar nicht drum kümmern oder sonst irgendwas, ist einfach nur, keine Ahnung, echt unschön. Ja, was soll man sagen, ne? Aber so ist es. Wir drehen uns im Kreis. Ja. Also, Tipp der Woche. Geht raus, macht ein bisschen Scheiße, Stay macht mehr clear, Spaß. genau. Geht mit euren Freunden ins Kino, Nutzt treibt euch Fantasie. draußen rum, guckt von mir aus eure Videos, aber redet dann mit euren Freunden drüber. Genau. Und Yes! sucht euch Freunde. Kann nichts passieren, außer Genau, dass ihr Freunde einen sind wollt. wichtig. Genau. So einen Gut. wie den Harle braucht man nicht. Jeder braucht einen Harle. Jeder braucht eine Halle. Jeder braucht sein Haus Halle oder wie war Ja. das? Gut, dann kommen wir zur nächsten Rubrik, zur Retro-Ecke. Die wird jetzt aber ganz schön retro. Willst du anfangen, oder? Ja, ich habe heute Borderlands drin. Ich bin noch dabei, es durchzuspielen, aber es macht mir schon Spaß. Es ist ein kleines Open-World-Spiel. Ist ziemlich cool, ja. Punkt, kann man so Der erste beenden. Teil. Der erste Teil, ja. Okay, ich fand den ersten Teil von Borderlands auch nicht schlecht. Ich muss sagen, dieses Comic-Setting hat mich dann irgendwann ziemlich schnell angesagt. Echt? Also ich Ja. finde es bisher noch ganz cool. Ich spiele es halt immer mal so zwischendurch, wenn ich, Du bist weißt du, eh wenn so ich ein Boy, einen. der alte Games zockt. Ja, ich hole das halt nach, weil ich es halt nicht direkt kann, ja. Ja, wenn halt keine Asche da ist. Ich meine, ich kann mir auch nicht jeden Monat 2, 3 Games für 50, 60 € leisten.
Wenn ich es könnte, würde ich es tun, aber mir fehlt halt auch die Zeit. Ich spiele Borderlands vielleicht mal einmal im Monat oder so und dann eine Stunde, ja. Und dann lehne ich mich wieder zurück und spiele dann halt meine anderen Games, wo ich halt Dailies habe und so ein Kram und Ja. ja, sowas wie Counter-Strike oder so, das spiele ich halt dann dauerhaft. Aber so Singleplayer spiele ich halt Oh, mal. Counter-Strike war so geil heute. Hat richtig Bock gemacht. Leider funktioniert One vs. One im Stream nicht. Hätte ich gerne gemacht, aber 128 Tick ist einfach zu hart für die Internetleitung bei Counter-Strike. Geht einfach nicht. Aber kommen wir zu deinem Retro-Trick. Genau, zu deinem Ja, Retro-Trick, mein ja. Retro-Trick. Ich hab Day of Defeat. Source. Oh. Nice. Ja, Mann, das Spiel habe ich auch übelst gesuchtet. Damals neben Call of Duty Black Ops 1. Black Pops. Black Pops, genau. Es ist so eine. Da war hier Nuketown. Oh, Nuketown, Alter. Nuketown im Deathmatch, Alter. Geballert ohne Ende und dann, wenn das zu krass geworden ist, dann eine Runde. Wir haben immer früher Call of Duty, um jetzt mal einen kleinen Bogen zu schlagen. Ja? Das ist ein bisschen weiter zurück. Haben wir immer bei einem Kumpel gepennt, zu dritt oder zu viert. Und haben halt auf einer Gay. PS. Einer PlayStation zusammen gegeneinander gespielt. Und er Boah, war auf halt so der der. PlayStation, Alter. Und er war halt so der Obersuchti. Und wahrscheinlich Und mega gut. mega gut. Und wir waren halt alle so normal und wir haben dann halt so Faxen gemacht wie Only Knife und nur Messer werfen und keine Ahnung. Das war hat mega Bock gemacht. Ja. Ja, wie gesagt, Richtig Day of nice. Defeat ist halt ein alter Retro-Shooter mit, glaube ich, Erste Weltkriegsszenario. Oder Zweite Weltkrieg, ich bin mir gar nicht Ja, sicher. hat doch. Irgendwer hatte das Let's Played. Echt? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ein cooles Game. Ich meine im Trouble Town War, aber ich weiß es nicht. Okay, ja, nach wie vor ein cooles Game. Day of Defeat. Kann ich absolut nur empfehlen. Okay, gibt's noch was zu hinzuzufügen oder wollen wir weiter? Ich glaube nicht. Ich will die neue Rubrik hier einfügen. Ich mach's jetzt einfach. Weil die Ja. hatte ich dir geschrieben, die hatten wir nur vergessen. Und zwar Video of the Week. Und zwar habe ich da diese Woche eins. Ich weiß nicht, ob du eins zufällig hast. Ja. Und zwar ist das ein Video von einem Samurai, wie ein 180 km/h beschleunigten Baseball mit einem Samurai-Schwert zerschneidet. Und Okay. er hat das nicht nur einmal gemacht, er hat das mehrmals geschafft und das musst du überlegen. 180 km/h, das Ding siehst du nicht. Und er Ah, zerschneidet ihn in der nicht Mitte. richtig zumindest. Und das ist richtig krass. Also, der kommt halt aus einer Ballmaschine raus, der Ball. Und er sieht nicht, wann er reinkommt und er zerschneidet ihn trotzdem. Okay. Das ist richtig krank. Also, das ist. Ja, aber mit dem Katana oder was? Ja, mit einem Katana. Und Okay. das Katana ist nicht gezogen, er zieht es noch vorher. Okay. Also das ist richtig, richtig krass, wenn du das so überlegst. Jo. Jetzt darfst du. Mein Videotipp kommt von Pete's Meat. Und Ja, du das ist. machst ja so. Was? Egal, mach einfach. Was? Ich möchte. Mach. Was hast du gesagt? Ich habe nur Video of the Week gesagt, also so ein Video, weil, ach egal, erklären wir später. Egal, mach Ja, einfach. irgendein Video. Ja, irgendeins, ist Aber okay. mein Video of the Week, was ich halt diese Woche gesehen habe, ist halt zufällig ein Let's Play von Pete's Meat. Ach so, okay, dann ist Also nur okay. rein zufällig. Ich hätte jetzt auch, keine Ahnung, irgendwas anderes nehmen können. KSC im Trainingslager oder so. Aber das ist halt mein Video of the Week und zwar zu Unravel. Okay, kann ich nicht, aber Das egal. ist so ein ganz niedliches, bisschen Jump'n'Run-mäßiges Spiel. Du bist quasi so ein Wollknäuel. Und erzählst quasi so eine Geschichte in dem Game mit ganz klassischer Musik, richtig süß, richtig niedlich. So ein richtig, richtig goldiges kleines Spiel. Das ist so goldisch. Ja, geht's bei Origin, gerade glaube ich für 20 € oder so.
Okay. Und das fand ich halt cool. Das habe ich irgendwie mit meiner Frau auch zusammen geguckt, was relativ selten ist, dass wir zusammen Let's Plays gucken. Meistens halt auch nur irgendwelche anderen Sachen. Aber das fand ich cool, das fand auch sie cool und es ist auch ein Spiel, wo sie sich mal wieder vorstellen könnte, dass sie vielleicht halt ja doch mal wieder Computer spielt. Okay, krass. Jo. Noch was Cooles zu Nö. sagen? Nö, nö, das war's eigentlich soweit. Dann gehen wir zum Mein Sound. Mein Sound. Warte, warte, wir gehen zu einer anderen Rubrik. Oh, ich muss erst anschalten, warte. Und zwar im Spiel. Ja, mein Spieletipp diese Woche ist Doom. Oh, schaffen wir es eigentlich mal, einen Podcast so durchzuziehen, dass wir nicht lachen müssen? Oh nein, das ist aber unser Markenzeichen, Ich so ein glaube. bisschen verpeilt und verballert zu sein, ein Ich bisschen glaube. Faxen machen. Ja, Doom, sehr altes Spiel, muss ich auch nochmal spielen. Ist kein Tatsächlich. altes Spiel, es gibt eine Neuauflage, Ach so, eine die Neuauflage. jetzt Ja, gut. rauskommt. Ich weiß Doom aber will nicht, ich auf wann jeden es Fall. released wird. Warte kurz. Überbrück mal kurz eine Minute. Ja, dann mache ich währenddessen meinen Spieletipp und Okay. zwar Hearthstone. Ich habe wieder ein bisschen gespielt, ein bisschen Bock drauf bekommen und farme jetzt wieder fleißig Karten. Die haben ja jetzt schöne Änderungen wieder. Demnächst kommt auch wahrscheinlich irgendwann eine nicht neue Operation, das ist Counter-Strike. Neues Pack-mäßig Gedöns, sowas wie das große Turnier. Und ja, das kommt halt dann demnächst. Bist du soweit da drum? Ja, Doom 2016. Im Mai 2008 wurde auf der öffentlichen Webseite des Entwicklerstudios bekannt gegeben, dass ID Software weiteres Personal zur Entwicklung einer Fortsetzung einstellen wird. Die Handlung des Spiels wird vom englischen Autor Graham Joyce verfasst. Bla 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 bla. Im Frühjahr 2016 erscheinen. Also das Spiel wird im Frühjahr 2016 erscheinen. Im Februar 2016 präzisierte der Publisher Bethesda Softworks das Erscheinungsdatum auf Freitag, den 13. Mai 2016. Oh, Freitag der 13., richtig für Doom. Das ist aber ganz schön Doom. Ja, das ist ganz schön schlau, Alter. Okay. Machen Sie bitte einen Sound. Was war dein Spieletipp? Hearthstone. Ah, ich habe leider nicht zugehört, weil ich gesucht habe. Egal. Machen Sie einen Sound. Ja, warte, hier, pass auf. Achtung. Warte, warte, warte. Okay. Interessanter Übergang für den Musiktipp. Ja, weil auch die Musik kann stürmisch und regnerisch sein, aber Oh. auch die Sonne in dein Herz treiben, mein Freund. Willst du anfangen oder soll ich Nee, anfangen? fang du an. Ich habe heute auch mal was Gefühlvolles, nicht? Ich bin mal heute ein bisschen mehr Harlekin. Ich habe tatsächlich auch was Gefühlvolles wieder. Und zwar Motrip mit Oh So wie Gott. du bist. Das ist das einzige Lied von Motrip, was ich höre, aber es ist wirklich Zu gut. Recht. Es ist wirklich, wirklich gut. Ja, ist ein Das. schönes Lied. Also, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich füge es auch gleich in die Podcast-Playlist. Das habe ich nämlich letzte Woche verpasst. Ich habe tatsächlich mein Hochzeitslied, also das Lied, was Motto zu unserer Hochzeit war, genommen und zwar von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Okay. Ja. Füge ich gleich morgen hinzu. Da gibt es nämlich eine schöne Textpassage. Mal gucken, ob ich sie noch zusammenkriege. Irgendwas mit dir verflochten von Anfang an bis ans Ende unserer Zeit. Wir lieben das Leben und sind dafür bereit oder irgendwie sowas. Das war so unser Hochzeitsspruch aus diesem Lied, eben der Auszug. Okay, cool. Nice. Neise. 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 Wie wir heute gelernt haben im Stream. Tja. Das heißt nicht nice, sondern neise. Neise. Machen Sie bitte einen Sound.
Das ist so warte, gut. warte, 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 gleich, gleich, gleich. Heute scheint die Sonne. Ach, schon wieder? Morgen gibt es Wolken. Warte, ich mach noch einen anderen. Die Form des Tages ist Kreis. Ja, die Form Kreis. Des Tages ist nämlich Kreis. Film, Kino und Serientipp im Kreis. Ist geil, Alter. Ja. Film habe ich Only Thousand Words. Hallo? Sorry, ich wurde gerade angeschrieben. Ich musste gerade schnell antworten. Wie unprofessionell. Ja, Tut Only Thousand Words habe ich. Als Filmtipp. Als Filmtipp, da habe ich Inception. Kennst du den Sound? Der kommt doch immer so. Nee. Okay, ist egal. Inception nicht der Film mit Never Get an Oscar DiCaprio? Genau. Mit The Time, oder? Also wo die Zeit auf dem Arm steht, oder? Nee, das ist Inception ist der mit den Träumen. Ah, stimmt. Das, was ich meine, ist In Time oder sowas. Ja, okay. Ja, okay, ich weiß trotzdem, welchen du meinst. Das ist das, wo diese Schießerei in diesem Saloon und, ne? Mehrere genau. Zeiten, Epochen durchgehen und so. Ja, alles nicht Zeiten, Epochen, nicht Zeiten, Epochen. Aber irgendwie sondern, sowas war das. Dass sie den Traum da in den Typen da reinpflanzen, damit der das Geschäft ändert und sein komplettes Geschäft verkauft. Ja, irgendwie sowas war das. Okay. Kinotipp? Habe ich Deadpool. Ach komm. War ich noch nicht drin, aber will ich noch reingehen. Ja, habe ich auch. Verdammt. Ja. Deadpool gibt's auch als Spiel. Gerade 50% im Sale für 14 Euro. Ist auch richtig cool. Echt? Habe ich bei Gronkh gesehen. Ist richtig cool. Kann ich dir nur empfehlen, sofort kaufen. Habe ich noch nicht reingeguckt. Ich habe gerade nur 7,90 Euro Guthaben. Hast du noch einen Key aufgemacht. Serientipp. Ja, was bitte? Haben sie? Ach, soll ich? Dein, ja. Mach du erst. Game of Thrones. Echt jetzt? Ja, muss man nicht viel hinzufügen, oder? Nö. Ich hab The Walking Dead, aber nur bis Staffel 4. Nix spoilern, bitte. Hab nur Staffel 1 gesehen. War die beste Staffel. Meiner Meinung nach. Okay. 2 war auch sehr gut. 3 wurde C. 4 war wieder sehr gut. Und dann ging's bergab. Soll ich weitermachen? Ja, Überleitung, oder? Wir haben Film, ja. Kino, Serie. Genau, haben wir. Jetzt kommen wir zum Gaming-Tipps und Tricks. Genau. Warte. Heute kommt die Musikshow dran. Oh, das wäre für Musik-Tipps voll gut gewesen. Ja, jetzt haben wir es. Egal. Hm. Jetzt ist erstmal hier. Hast du einen? Ich habe auf jeden Fall einen. Lass mich überlegen. Mach du erstmal deinen. Also ich, wieder ein kleiner Counter-Strike-Tipp. Und zwar, wenn ihr eine AWP habt und CT oder T seid, ist eigentlich wurscht und auf Cobblestone spielt. Da aha, gibt es ja. Auf Cobblestone. Also Window. Window sagt, denke ich mal, jemand. Aus dem Dropper raus, oder was? Nee, nee, nicht aus dem Dropper raus, sondern wenn du A-Spot. Hm. Da gibt es ja das Window, wenn du. Balcony. Von Balcony. Ja, oder Balcony. Da kannst du auf das Geländer springen. Mhm. Und durch die Lücken im Stein kannst du den langen Gang einsehen, ein bisschen. Also du siehst, wenn da einer vorkommt oder nicht. Ja. Und ich glaube, du kannst sogar durch die Wand schießen auch. Also es ist ähnlich wie der Kistentrick auf Mirage. Ja. Weiß nicht, auch, ob das jetzt so ein mega nützlicher Trick ist. Nein, es ist doch schon nützlich, weil du geschützt stehst und du kannst halt sehen, wenn welche kommen. Und dann kannst du einfach durch die Holzwand schießen. Okay. Da finde ich den Spot aber hinterm Dach auf der Mauer, also auf Spot A, finde ich aber safer. Und da kannst du auch, da kannst du quasi alles sehen. Klar, aber es ist halt ein nützlicher Trick, wenn du mal schnell gucken okay, willst. Okay, okay, so. Okay. Ja, ist ein nützlicher Trick. Ja, mein nützlicher Trick ist bei Punch Club. Und zwar wird das Game irgendwann extrem hart. Und da ist es am besten, man scheffelt sich Kohle, geht jeden frisch angebrochenen Kart-Tag zum Übungskampf, um diese Skillpunkte zu sammeln und skillt sich so halt von den Werten her langsam hoch. Erstens macht man erstmal Fettkohle, so ein Tausi oder ein 2 Tausi auf Tasche.
damit man immer genug Asche für Fleisch hat, weil Fleisch ist wichtig in dem Game. Und ja, von den Skillpunkten, dann skillst du halt, sagen wir mal, dann deine Stärke oder was auch immer auf 4, holst dir den Skillpunkt, dann levelst du die auf 8, holst dir den Skillpunkt, immer wenn du halt die Skillpunkte dafür zusammen hast, so kannst du dich ein bisschen pushen. Es passiert nicht viel, storymäßig passiert auch nicht viel in der Zeit. Und ja, gehst halt ackern, pennen und skillen und immer wieder schön den Übungskampf mitnehmen. Okay, ich habe Okay. gerade mein Dokument geschlossen, deswegen muss ich gerade so ein Okay droppen. Ja, dann Spieletipp free to play. Ja, bei mir, was soll ich anfangen? Wenn du möchtest. Heroes of the Storm. Habe ich auch wieder ein bisschen Blut geleckt dran. Du hast Moment. eigentlich immer diese Dinger, ne? Heroes of the Storm, Dota 2, Hearthstone. Ja, das sind halt die Spiele, die ich gerne spiele Die Free-to-Play sind. und die halt Free-to-Play Ich sind. droppe immer voll das krasse Zeug, ja? Ja, ich kann auch noch, ich habe noch ein paar andere Sachen Ja, hebst du dir auf. offline. Es gibt ja noch Ja, mehr eben. Podcasts. Genau. Okay. Ja, Hearthstone, nee, Hearthstone Hots. Hast du ja Ja. auch eine Zeit lang gespielt? Spiele ich immer noch. Bisschen ab und zu zwischendurch mal. Echt? Ja, selten. Wenn ich Ich mal sehe dich wirklich immer drin. Langeweile habe und dann mache ich das schon mal. Muss Ja, man Hots ist dringend nice. spielen. Ich mag Ja, ist Hots vor allem. eigentlich. Ich mag das Setting auch ganz gerne. Vor allem ganz, ganz angenehm. So mal. Also, das kann man wirklich. Dota muss ich mich wirklich anstrengen, wenn ich das spiele, weil da muss ich 100% geben. Ja, da will ich auch. Da bin ich so Challenger-mäßig unterwegs. Weißt du, ich will gewinnen. Und dann spiele ich auch Hardcore, ja. Ja. Und in Hots ist halt so ein bisschen entspanntes Zocken einfach. Ja. Da gebe ich. Da tryharde ich nicht. Gut. Mein Free-to-Play-Tipp ist Iron Snout. Oh, habe ich noch nie gehört. Willst du mal eingeben, eben in Steam kurz? In Steam oder kannst mal. Kannst du in Steam eingeben? Ist Steam free to play, also könnt ihr euch bei Steam runterladen, ist halt so ein, ja, so ein Mini-Combo-Game. Du spielst quasi Das ein, mit dem Schwein? genau, Iron Snout oder Snoot oder wie auch immer. Ja. Alter, was ist das denn für ein krankes Spiel, ey? Das ist witzig, da geht's eigentlich nur ums Gemetzel. Ja. Machst halt Kombos, haust halt die Wölfe weg als Schwein. Darf sich halt nicht fressen lassen, hast dann kannst Sachen ausrüsten nach und nach. Ja, kannst halt auch Sachen explodieren lassen, bekommst ab und zu mal Endgegner. Ist sinnlos, aber für so mal eine Runde zwischendurch ganz witzig und ist halt free to play. Noch 100 Meters, da kommen die Gegner, oder wie war das? Ja, genau, noch 100 Meters, dann kommen die Gegner. Ich kann Ja. mich auch noch dran erinnern, ey. Auf jeden Fall ganz Grenzwertig. witzig. Recht süßes Game. Jo. Ja. Noch was zu hinzuzufügen, oder? Nö. Spielt alle Können. Iron Snoot. Snout. Snoo, Snoot. Iron Snoot. Iron Snoo. Machen Sie einen Sound. Viereck. Okay, wir kommen zu den Viereck. YouTubern. Da wäre zwar Dreieck besser gewesen, aber wir kommen zu den YouTubern. Oder bin ich falsch? Nee. Check. Check. Willst du anfangen? Kann ich machen. Oh Mann, Ich wieso war hatte wieder das so? Gefühl, ich hab's schon erzählt, ich weiß es aber nicht mehr. Ich finde im Moment dieses Let's Play von Early Boy. Ballybow. Early Boy und seiner Freundin? Hattest du Frau? schon mal, ja? Hatte ich schon mal. Ja. Ah, die hatten jetzt eine lange Pause und haben jetzt gerade wieder damit angefangen. Okay, warte mal, dann gucke ich kurz in meine Timeline rein, was ich noch geguckt habe. Dann erzähl Soll du ich erstmal weiter. weiter? Ich habe vom Sergeant Rumpel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Na klar, von Kronk und Sarrazar war das so der dritte Genau. im Band, im Bunde, Bande, Binde. Hand Binde, of er hat Fate. Binde gesagt. Er hat Binde Was? gesagt. Hand of Fate. Hand of Das Fate ist. sagt mir gar nichts. Alter, du musst dir das angucken, einerseits dieses Let's Play und dieses Spiel. Es ist ein super grandios gemachtes Spiel. Hand, Es wie ist heißt das? Hand of Fate? Hand of Fate, also Hand des Schicksals. Okay. Und
Es geht halt darum, eigentlich bist du, also sitzt du an einem Tisch, wo ein Kartengeber ist. Und du hast halt immer so random Ereignisse, wenn du auf eine Karte vorankommst. Du musst halt irgendwann einen Boss legen. Das ist halt wie ein Dungeon im Prinzip, ja. Okay. Und jede Karte hat ein anderes Ereignis. Da gibt es zum Beispiel einfach einen Laden, da kannst du Items kaufen. Aber es kann auch ein Hinterhalt sein. Und dann ist es nicht so, dass du im Prinzip auswürfelst, wer gewinnt oder sowas in der Richtung, sondern du gehst dann in diese Stelle rein und spielst dann Third Person gegen diese Gegner. Es ist saucool gemacht, das Game. Ich will es mir auch unbedingt noch kaufen. Super nice. Gib einfach mal Hand of Fate bei Dings ein. Warte, ich schreib's im Steam. Ich habe Such einen Rumpel abonniert. Ich guck einfach rein bei ihm. Ja, oder so. Der Rumpel. Es ist also wirklich momentan, also wieder, also eine Zeit lang habe ich, hat eine Unterbrechung da drin gehabt, aber eine Zeit lang habe ich das echt gesuchtet. Ich warte auch immer auf die nächste Folge. Ich glaube, heute ist wieder eine gekommen. Ich will sie doch schauen, auch wenn es jetzt schon 3 Uhr nachts ist und ich morgen eigentlich um 10 Uhr aufstehen wollte. Um 10, ich muss um 8 aufstehen, Alter. Alter. Ich muss morgen lernen. Du musst jeden Tag lernen. Du musst dir deine Lernzeiten besser einteilen, damit du die Abende frei hast. Früher aufstehen, richtig lernen und dann nachmittags frei haben. Die Abende habe ich frei. Und dann wichtig, kurz vorm Pennen gehen nochmal angucken. Ja, klar. Aber es ist Mathe, ist was anderes. Okay. Ja, Mathe. Dann nehme ich Hotter. Kann man sich immer die Case Openings und die Custom Map Folgen kann man sich immer reinziehen. Ist ganz witzig. Hotter ist auch ein relativ guter CSGO-Player. Ja, spielt auch manchmal tatsächlich bei uns im Stream mit. Tatsächlich? Tatsächlich. Tatsächlich. Hat mittlerweile auf seinem Kanal 349 Abonnenten. Immerhin. Echt? Ich dachte, er hätte mehr. Nee, der hat immer voll wenig gehabt. Der hat jetzt erst wieder ein paar mehr. Seitdem er nicht mehr mit Dalu zockt, wird es auch nicht mehr wirklich mehr. Okay, krass. Ich dachte, er hätte irgendwie wesentlich mehr. Ich bin irgendwie so von mindestens 1000 ausgegangen. Aber gut. Noch ein Michael übrigens. Noch ein Michael. Noch ein Michael. Sie sind überall, sie übernehmen die Welt. Sie verfolgen uns, Alter. Wie Zombies. Ja. Da sind wir schon wieder bei Zombie-Apokalypse, ne? Ja. Apropos Zombie-Apokalypse, hast du gesehen, dass ich einen neuen Profil-Banner habe? Was? Ja, guck mal rein. Was? Hm. Warte, das muss ich jetzt checken. Das ja, check ich noch live. Check das mal. Oh, nice. Hm. Seid ihr, du und dein... Also nee. Ist das ein Random... Achso, nee, du bist dicker. Random Bild. Meiner kann nicht mal stehen. Er ist 8 Monate alt. Aber ist okay, halt ein Random Pick. Fand ich aber ganz nice. Ja, ist ganz nett. Ich weiß nicht, meinst du, ich darf das YouTube Gaming Logo verwenden? I don't know. I don't know too. Ich hab's frag einfach mal... Frag einfach mal bei YouTube noch. Ach, ich hab mir's einfach gerippt, Alter. Und Linecast hab ich auch mit reingehauen, Alter. Ripper, Junge. Ja, mach Werbung für Linecast, obwohl ich nichts davon hab, siehst du mal. No Product Placement. Weißt du, was wir bei Kananios vergessen haben, um es jetzt am Ende anzufügen? Was? Skyblock. Oh, stimmt. Nicht Skyblock, Sky Factory. Sky Factory, genau. Und so haben wir beide. Der Dicke und ich. Na, der Dicke und der Lange. Der Dicke und der Lange. Das hört sich voll falsch. haben wir Sky Factory auch genommen. Ja, ist eine Minecraft-Mod, muss man sich so vorstellen. Man spawnt auf einem Baum und der Baum steht auf einem Erdeblock und man muss sich halt quasi so darum versuchen, sein Leben aufzubauen. Relativ cool gemacht. Macht auch richtig Bock. Gibt's in Deutschland nicht. Wirklich? Es gibt, glaube ich, keinen deutschen also Let's Player oder nur ganz wenige. Also auf YouTube, also ich weiß, dass die Homer-J-Jungs das mal probiert haben. Du meinst aber die Elptology Guys? Ja. Da habe ich zum Beispiel auch noch reingeguckt die Woche. Ja, da gucke ich auch immer wieder rein. Bei den Elptologen. Ja, tatsächlich. Hast du die Folge gesehen, wo Wolke abgebaut hat? Ja, ja. Geil, Mann. War richtig genauso mies, mit dir gemacht. Ja, aber auf jeden Fall. Naja, ich glaube, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ne? Okay, warte, ich mach noch einen Endesound.
Heute scheint die Sonne. Warte. Die Frau des Tages ist. Warte. Haben wir auch schon. Bei mir hätten wir das gerade. Okay, doch nicht. Kannst du irgendwas singen? Ich? Ja? Nee, tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit mir und Harlekin. Tschüss. Tschüss. Macht euch einen schönen Tag, hört euch das Ding an. Ebenso. Zieht euch rein, kommentiert, favorisiert, klaut. Stellt uns Fragen in den Kommentaren oder per E-Mail, Alter. Wir hatten erst eine fucking E-Mail und da ging es darum, was wir gerne essen. Also bitte. Nom, 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 nom. Haut raus, stellt uns Fragen. Genau, es ist ja Just Harlekin. Was? Bild. Ach so. Von Gamingcast. Ach, ach egal. Kommen wir zum Ende, sonst ja. Machen wir nur noch Mist. 1:30, warte, komm, wir labern noch ganz kurz. Tschüss!